Freut mich, euch zu begrüßen bei unserer Fensterausstellung GLBM am Abend. Ich darf euch die Vorteile und Nachteile von einem Parallelschieber PS genannt erklären. Der Vorteil ist sicher, wir können bauen wie ein normales Fenster. Betreffend Rahmendeckungen, Ausführung können wir Holz und Holzmetall machen. Und preislich ist er günstiger als eine Hebeschiebetür. Von den Funktionen her, wir können ihn zutun. Er zieht sich selber zu. Wir können verschliessen. Wir können auch nach oben stellen, den Griff. Und der Gas wird der ganze Flügel um 5 mm von denen geschoben. Dadurch haben wir eine Sparlüftung, die trotzdem Einbruch geschützt ist. Der Nachteil am Ganzen, es braucht einen gewissen Kraftaufwand, um den Flügel von denen zu ziehen. Und ist natürlich, je grösser das Element ist, je grösser ist der Kraftaufwand. Ein weiterer Vorteil, den wir haben, wir können in diesem Bereich können wir über eine bestehende Wand fahren, indem wir die Führungsschienen oben und unten auf die bestehende Wand montieren. Durch das können wir die bestehende Öffnung voll ausnutzen und voll öffnen. Im Schwellenbereich haben wir eine gewisse Höhe, die wir brauchen. Ist rund 6 cm von innen und von außen sind 2,5 cm. Es freut mich, euch bei uns in der Ausstellung zu begrüßen oder euch vor Ort zu beraten. Wir würden gerne für euch Aufträge ausführen. Ich wünsche euch eine gute Zeit.